Sehr schön, ein lautloses Intro, auch mal schön. Schön, dass Sie da sind, dass Sie noch da sind. Wer ist denn gestern Abend bis, also ich bin glaube ich um 9 Uhr weg, wer ist denn bis nach 10 geblieben gestern Abend noch? Bis nach 11? Okay, jetzt die Hauptgeschäftsführerin meldet sich durchgehend. Bis nach Mitternacht? Und wie musste gesagt werden, jetzt ist hier wirklich Schluss? Gut, auch noch zwei. Schön, dass Sie da sind, dass Sie hoffentlich auch ein tolles Frühstück heute Morgen hatten und einen interessanten und erkenntnisreichen Vormittag. Hier geht es jetzt weiter. Ich weiß, das war gestern ein langer Tag und das war hart dann ohne Tageslicht. Heute, ja, wir biegen ja quasi schon auf die Zielgerade ein. Ich sehe gerade 13:30 ist es, so bis 16 Uhr, wenn Sie noch die 2,5 Stunden Zeit haben. Wir erwarten ja auch noch hochkarätige Gäste. Mit einem geht es jetzt los. Es geht um die Herausforderung für die Netzinfrastruktur mit einem circa 10-minütigen Impulsvortrag von einem Mann, der relativ neu in seinem Beruf ist. Er ist nämlich der neue Präsident der Bundesnetzagentur und wird Sie jetzt von sich überzeugen. Hier ist für Sie Klaus Müller. Hat er wirklich gerade überzeugen gesagt? Mein Gott, dann ist die Messlatte ja hoch. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kerstin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und dafür, dass Sie die Zielgerade des Kongresses einbiegen, sehe ich bemerkenswertvolle Reihen. Vielen Dank dafür. Und ich darf Ihnen jetzt einen kurzen Impuls geben, bevor ich gleich mit Herrn Birnbaum über die Herausforderungen der Netzinfrastruktur reden darf. Und wenn ich mir für diesen Impuls Ihr Programm vor Augen führe, dann haben Sie getreu dem Motto Reden heißt Treffen bereits in den letzten beiden Tagen über das gesamte Spektrum an Themen für die Netzinfrastruktur diskutiert. Sie haben unter anderem sehr vielfältig über die Energiewende, eine zukunftsfähige Regulierung, über erneuerbare Gase einschließlich Wasserstoffnetze, über die Herausforderungen für Verteilnetze, über die zunehmende Notwendigkeit der Digitalisierung, aber auch, und in dieser Zeit wichtiger denn je, über Themen wie Versorgungssicherheit, IT-Sicherheit, der Energienetze gesprochen. All diese Aspekte stellen die Netze, die Energienetze vor Herausforderungen. Aber Sie als Branche und wir, die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde, gestärkt durch entsprechende Instrumente von Gesetzgebung und Politik, sind ja bekannt dafür, dass Sie, dass wir keine Angst vor Herausforderungen haben. Und insofern freue ich mich drauf, sie gemeinsam mit Ihnen anzugehen. Klar und offensichtlich, der Energiesektor unterliegt nicht nur einem stetigen Wandel, sondern wahrscheinlich ist es die Branche, die zurzeit mit dem größten Veränderungsdruck steht. Die Rollen der Akteurinnen und Akteure verändern sich. Neue Energieträger müssen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und dass dabei die wesentliche Leitplanke der Klimaschutz ist und bleibt und immer stärker werden muss, ist, glaube ich, inzwischen Allgemeingut. Seine zunehmende Bedeutung findet sich nicht zuletzt im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung wieder. Den Klimawandel effektiv anzugehen, ist für sich genommen schon komplex, aber natürlich damit auch unser Anspruch als Regulierungsbehörde. Der Grad der Komplexität und die Größe der Herausforderungen haben mit dem 24. Februar noch mal eine neue Dimension erhalten. Und die energiewirtschaftlichen Koordinaten haben sich dadurch in einer Geschwindigkeit und Dramatik verschoben. Das haben Sie erlebt, das erleben wir. Bezahlbarkeit von Energie war schon immer im Blickpunkt, aber ich glaube, es wird immer stärker in den Blickwinkel gerückt werden müssen. Und zudem stellen sich weitere Fragen. Was bedeutet die Neubewertung des Energieträgers Erdgas? Wer trägt die finanzielle Last der Unabhängigkeit? Brauchen wir dafür nur eine Verschiebung von Lieferströmen oder vielmehr eine noch substanziellere Einsparung an Energie, insbesondere eben auch im Bereich des fossilen Erdgases? Wie schaffen wir eine massive Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, aber auch der dafür notwendigen, noch schnelleren Ausbaus der Stromnetze? Und als Robert Habeck mich im letzten Herbst gefragt hat, ob ich diesen Job übernehmen würde, sinngemäß war seine Formulierung, hasse Bock,
dann gab es eigentlich nur einen einzigen Auftrag, den er mir mitgegeben hat. Und das ist die Frage, beschleunige, beschleunige, beschleunige. Insofern, unter diesen Vorzeichen bekommt die Leitschnur Klimaschutz eine noch größere, eine noch wesentlichere Bedeutung, auch und vor allem in Bezug auf die energiewirtschaftliche Infrastruktur. Und in meinem kurzen Impuls möchte ich den Gedanken der Systementwicklungsplanung für die Netze als perspektivisches Thema und die Beschleunigung des Ausbaus der Energienetze als konkretes Thema ansprechen. Und ich gebe zu, ich bin dankbar, dass Sie mich mal nicht zum Thema Gas oder Gasnotlage eingeladen haben. Der Transformationsdruck auf die Energienetze ist vielseitig und intensiv, aber zugleich zunehmend volatil. Der Angriffskrieg Russlands und das Ziel einer Dekarbonisierung sowie des Wasserstoffhochlaufs sind die beiden großen Treiber für die Gasnetzinfrastruktur. Beide stehen aber bisweilen diametral zueinander und erzeugen damit auch widersprüchliche Ansprüche an das System. Diese Ansprüche aufzulösen und in einen geordneten Prozess zu harmonisieren, das ist die Herausforderung. Und das wirft die Frage auf, ob wir für diese neue Aufgabe auch neue Werkzeuge brauchen. Die viel zitierte und diskutierte Systementwicklungsplanung für die Energieinfrastruktur erscheint dabei grundsätzlich geeignet, auch die Transformation der Gasnetze ganzheitlich abzubilden. Gerade in einer solchen Strategie lässt sich der langfristige Rahmen für den Einsatz der Energieträger, Strom, Gas, Wasserstoff und auch Wärme gemeinsam abbilden und fortentwickeln. Der Sache nach sollen mit dieser Analyse Untersuchungen zu verschiedenen Transformationspfaden zur Klimaneutralität in allen Sektoren angestellt werden. Aus diesen Untersuchungen kann idealerweise unter Einbezug politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Erwägungen eben eine sektorübergreifende Strategie entwickelt werden. Diese Strategie soll dann unter anderem für die Infrastrukturplanungsprozesse herangezogen werden, um eine konsistente Planung in allen Bereichen sicherzustellen. Mir ist bewusst, dieser ganzheitliche Betrachtung ist komplexer als das bestehende System. Deshalb müssen wir sehr klug die Parameter wählen, die einfließen, weil das System muss immer auch verständlich und handhabbar bleiben. Erlauben Sie mir noch einen konkreten, kurzen Ausblick auf den Ausbau der Stromnetze. Wenngleich die Herausforderungen der Energiewende natürlich auch hier immens sind. Aber hier gilt für die Branche, für alle Energien, in den Bau der genehmigten Stromleitung zu stecken. Und wir sehen hier Fortschritte. Nach unserem aktuellen Monitoring der Verfahren nach dem Bundesbedarfsplangesetz gibt es noch über 10.000 Leitungskilometer, von denen ca. 6.000 Verfahren in einem finalen Planungsstadium sind. Diese laufenden, mittlerweile ja auch weit fortgeschrittenen Projekte müssen schnell genehmigt und dann auch von Ihnen als Branche gebaut werden. Veränderungen im Projektumfang sind maximal mäßig hilfreich. Auch für mein Haus, für die Bundesnetzagentur, gibt es hier Erhebliches zu tun. Und gemeinsam mit der Fachabteilung bei uns und Frau Haller als neue Vizepräsidentin werden wir persönlich und mit vollem Einsatz aufs Tempo drücken. Wenn zudem perspektivisch aufgrund veränderter Rahmenbedingungen weitere zusätzliche Stromleitungen nötig werden, so wird das Vorhabentempo weiter erhöht werden müssen. Zwar hat der Gesetzgeber im Osterpaket bereits etwas herausgeholt, was Zeitersparnis angeht. Wahrscheinlich geht aber noch mehr beim materiellen Planungs- und Umweltrecht. Ohne dass wir inhaltliche Umweltstandards zurückfahren müssten, gibt es zahlreiche Ansatzpunkte, um Umweltuntersuchungen zielgerichteter und effizienter durchzuführen. Hier müssen wir ran. Die Bundesnetzagentur wird dafür Vorschläge machen und der Gesetzgeber, der Deutsche Bundestag, muss dann entscheiden, was er tut. Das Momentum für solche Änderungen, sei es national oder europäisch, ist genau jetzt. Und darum dürfen wir damit nicht zögern. Verehrte Damen und Herren, Aufgaben gibt es genug. Durch ein rechts- und planungssicheres Regulierungssystem können wir das, was vor uns liegt, stemmen. Und jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch, den Schlagabtausch, die Harmonie mit Herrn Birnbaum. Vielen Dank. Ach, wenn es doch nur ein Schlagabtausch wird. Mal gucken.
Ich freue mich jetzt, er wurde schon angekündigt, auf den Vorsitzenden des Vorstands von E.ON, Dr. Leonhard Birnbaum. Kommen Sie gern zu uns. Wenn Sie da die Rede gerade gehört haben, wird es eher harmonisch oder wird es ein Schlagabtausch? Beides. Ja? Ich glaube, aber ganz am Anfang hat Herr Müller gesagt, wir stehen gemeinsam vor Herausforderungen. Und ich glaube, das war für mich der Schlüsselsatz. Danach müssen wir uns sogar streiten. Wir haben unterschiedliche Rollen und wer kennt schon genau die Wahrheit? Und es gibt Punkte, wo wir einen Dissens haben werden. Aber ich glaube, das wird die Lösung am Ende besser machen. Aber solange wir das mit dem Spirit machen, dass wir aufs gemeinsame Ziel hinausarbeiten, ist das, glaube ich, auch fein, wenn wir uns streiten. Aus dem Streit kommt die bessere Lösung. In der IGNO-Welle sehen wir, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80% des steigenden Bruttostromverbrauchs erhöht werden soll. Wird Ihnen als Netzbetreiber da eher schummrig vor Augen? Ehrlich gesagt ist mir eigentlich fast egal, was da an Zielen steht. Ich will das mal ein bisschen provokativ sagen. Es ist doch eigentlich wurscht, ob das 70, 75, 80 oder 83 steht. Die Herausforderungen für die Netzbetreiber hier im Raum sind die gleichen. Wir haben dann noch zusätzliches Thema E-Mobilität. Das ist auch egal, ob es 15 Millionen Autos sind oder 13 oder 17. Wir reden auf jeden Fall darüber, dass wir ein dramatisches, anderes System brauchen. Und deswegen sollten wir uns nicht zu sehr mit Prozentzahlen und Zielen schwindlig rechnen. Wir hatten ja gestern auch die Diskussion, ob die 15 Millionen Sinn machen oder ob es nicht weniger sind, WeShare oder mehr. Am Ende müssen wir uns überlegen, egal, wir kennen die Zukunft nicht, aber was müssen wir wirklich machen, damit wir bei dieser Transformation erfolgreich sind? Und die Prognosen, die wir haben, die sind sowieso alle falsch. Sind Ihnen denn die genauen Zielzahlen auch egal, Herr Müller? Sie fragen einen Behördenchef, ob die Zahlen egal sind? Nein, sind sie natürlich nicht, genauso wenig wie sie Herrn Birnbaum nicht egal sind, wenn er nachher, sage ich mal, vor seinen Investoren steht und seinen Jahresrechenschaftsbericht abliefern müsste. Nein, aber ich glaube, dass tatsächlich es jetzt erstmal darum geht, die Richtung klar zu haben. Die haben wir klar. Dazu habe ich jetzt gerade auch in der ganzen aktuellen Krise nach dem russischen Angriffskrieg ja kein Zögern oder Zaudern gehört. Ich sehe, dass wir momentan manche Umwege nehmen müssen. Und ich bin sicher, Habecks Auftritt hier wird gestern brillant gewesen sein und er wird Sie alle überzeugt haben, warum er gleichzeitig den Klimaschutz, die Klimaneutralität vorantreibt, aber natürlich auch den einen oder anderen Umweg nehmen muss, weil Versorgungssicherheit gerade an Bedeutung gewonnen hat. Und solange das Ziel klar ist und wir im Rahmen sozusagen dieser Zielorientierung trotzdem wissen, man muss den einen oder anderen Weg pragmatisch gehen, dann brauche ich mich auch nicht über Nachkommastellen streiten. Also, aber wenn wir konkrete Zahlen haben und Sie sagen, die wollen die erreichen, dann kann man es doch nicht so blumig sagen und wir müssen ein paar Umwege gehen. Niemand ist hier blumig an der Stelle, sondern wir müssen alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Mhm. Jeder in seiner Rolle. Sie hatten gesagt, in seiner Rede gab es durchaus auch Punkte, wo man möglicherweise eine Kontroverse hat. Welcher denn zum Beispiel? Also erstmal, ich würde schon bewusst mit den Gemeinsamkeiten anfangen. Ich hatte nur so einen genau, das dachte ich mir und deswegen meine frage ich ja nach den Kontroversen. Aus den Gemeinsamkeiten ergeben sich die Kontroversen. Ne? Ah, okay. Also Sie haben Leitplanke Klimaschutz an den Anfang gestellt, sind wir uns ja völlig einig, da sind auch die Ziele drin und dann haben Sie die Themen Systementwicklungsplan und Beschleunigung vorausgesetzt. Und dann de facto haben Sie ja beim Beschleunigungsthema gesagt, insbesondere auf der Stromseite und wenn überhaupt, dann gibt es eine Beschleunigung zu immer mehr. Also man kann eigentlich nicht zu schnell bauen, denn selbst wenn es uns ja mal zufällig gelingt, dann wird das ja sozusagen durch die Entwicklung spätestens nach einem Jahr wieder egalisiert sein. Und jetzt die Frage, die sich dann stellen wird, wie erreichen wir das? Natürlich, und das muss ich jetzt hier für die Branche ansprechen, wir müssen dann natürlich eine Regulierung haben, die darauf ausgerichtet ist, dass wir auf der Stromseite drastisch wachsende Netze auch finanzieren können müssen und auch die Rahmenbedingungen wie Inflation etc. in einer Anreizregulierung in angemessener Form haben. Und natürlich werden wir jetzt keine Diskussion über Nachkommastellen oder Vorkommastellen jetzt an dieser Stelle anfangen, aber ganz klar ist, dieses Thema, da werden wir uns streiten müssen und da sagen wir, da haben sich die Voraussetzungen so geändert, dass sicherlich sich daraus Folgerungen ergeben. Welche, das werden wir dann in der Auseinandersetzung sehen und das wird eine Auseinandersetzung sein. Gleichzeitig haben wir auf dieser Tagung diskutiert, dass wir auf der Gasseite über schrumpfende Netze reden. Wie sehr schrumpfen, das war ja die Diskussion der letzten zwei Tage.
Aber auch das muss sich in der Regulierung in der einen oder anderen Form wiederfinden, in angemessener Form. Und auch da können wir uns streiten, was ist die richtige Art und Weise, das zu machen. Aber wenn wir uns über diesen grundsätzlichen Weg, wir wollen gemeinsam Herausforderungen machen, wir haben eine klare gemeinsame Leitplanke, völlig unabhängig von Zielen, wir haben ein gemeinsames Verständnis, welche Systeme wir betreiben müssen, dann wird der Streit nur produktiv sein. Ich finde ja Streit, also ich streite ja gerne, wenn es produktiv ist, aber Sie haben ihn jetzt hier und Sie können jetzt für die ganze Branche konkrete Forderungen an ihn stellen und noch lächelt er und das ist mir nicht ganz lieb. Also hätten Sie konkrete Forderungen? Hat er auch gerade schon gesagt. Er hat gesagt, dann können wir uns streiten, wenn es dann soweit ist. Der EK muss raufgehen und nicht runter und X-Gen ist ein Thema. Ne? Also, aber alles Weitere ist, sortieren wir aus. Das ist nicht das richtige Gespräch für eine Bühne. Oh, das ist schade. Herr Birnbaum, im Koalitionsvertrag steht, dass die Ampel eine vorausschauende Netzplanung ermöglichen möchte. Was verstehen Sie darunter und welche Instrumente benötigen Sie dafür? Ja, also wir begrüßen das ausdrücklich. Das war auch eine Forderung, die wir als Branche immer erhoben haben. Vorausschauend heißt, wir müssen den Bedarf entgegenbauen und nicht den Bedarf hinterherbauen. Jetzt sagst du mir salopp, wenn die Autobahn komplett voll ist und Sie dann die Baustelle aufmachen, um eine weitere Spur hinzuzufügen, dann führt es immer zum Chaos. So ein bisschen ist das im Stromnetz. Idealerweise baut man sozusagen den Bedarf vorweg. Das ist halt einfach viel billiger, viel weniger aufwendig. Und nochmal, ich glaube, die Gefahr, dass wir überinvestieren, ist ja auch beliebig gering jetzt in der Stelle. Selbst wenn wir mal zufällig es schaffen würden, an irgendeiner Stelle zu sehr den Bedarf vorauszubauen. Ich sage mal, 5 Gigawatt später hat sich das Thema erledigt. Und wir wollen ja jetzt jedes Jahr, wie viel Gigawatt wollen wir denn jedes Jahr dazu bauen? Also deswegen vorausschauend heißt, wir wollen nicht immer hinter der Welle sein, sondern vor der Welle. Und wir wollen nicht mit unseren Genehmigungsprozessen, die viel länger dauern als die Prozesse auf der Windseite, immer zu spät anfangen und dann irgendwie versuchen, es hinzubekommen. Sie haben so ein bisschen gezögert, können Sie ihm da zustimmen? Also dann haben wir ein bisschen überinvestiert, was soll's? Diese Sorge treibt mich nicht um, wenn ich ehrlich bin. Sondern, um ganz, ganz kurz aufzugreifen, ich habe ja gestern Herrn Mögelin sozusagen vorgeschickt, der hat das Thema EK-Zins hier, glaube ich, umfassend und erschöpfend abgeräumt an der Stelle, dem ist nichts hinzuzufügen. Aber im Ernst, natürlich sieht die Bundesnetzagentur die Entwicklung. Wir respektieren die Interessen, die dahinterstehen, ihre und die ihrer Investoren. Und genauso hat die Bundesnetzagentur eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit, gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil es hier letztendlich um Verteilungskämpfe geht, wer soll was bezahlen. Und das miteinander auszutarieren, da hat der Birnbaum vollkommen recht, ist die Bühne denkbar ungeeignet. Aber natürlich werden wir darüber reden, gar keine Frage. Das ist das eine. Das zweite, was mich viel mehr umtreibt, ist, wie kommen wir denn sozusagen voran? Und dazu gehört einmal die Betrachtung, auch ein wenig selbstkritisch, was ist denn bisher nicht gut gelaufen? Das sind 3 Dinge. Als erstes, wenn man neu eine Institution übernimmt, das gilt für ein Unternehmen genauso wie für eine Behörde, man fasst sich erstmal an die eigene Nase und guckt, was kann in den internen Abläufen an eigener Digitalisierung, an eigener Aufstellung besser gemacht werden. Das tut die Bundesnetzagentur. Zweitens, wir gucken auf den Rahmen, den es gibt. Und Sie alle verfolgen die Debatten über das Osterpaket in seinen verschiedensten Schattierungen, mal Pfingsten, mal Sommer, das geht ein bisschen durcheinander. Aber wir sehen, der Deutsche Bundestag ist gerade dabei, eine regulatorische Offensive zu starten, die uns, die Ihnen das Leben deutlich erleichtert. Ich sage nur als ein Beispiel das Bündelungsgebot. Da drin ist ganz, ganz viel Potenzial. Auch ganz, ganz viel Ärger, weil es nämlich im Kern bedeutet, nachher konkrete Leitungsentscheidungen zu treffen, die nicht jeder und jedem gefallen werden. Und meine Bitte ist nachher an die Politik, lasst die Bundesnetzagentur machen. Herr Hohmann, schöne Grüße bei der Gelegenheit, hat mir eine lange Latte an Geschichten erzählt, wer, wie, wann in den letzten Jahren versucht hat, in die konkrete Arbeit der Bundesnetzagentur hineinzufuschen. Das hat selten dazu beigetragen, dass das beschleunigt wurde. Also, wir brauchen einen anderen politischen Rahmen und der ist zurzeit unterwegs und dann werden wir entscheiden. Und drittens, wir gucken natürlich auch auf die Netzbetreiber. Und wir gucken, wie schnell und wie zuverlässig und mit wie viel Fluktuation und mit welcher Professionalität wir hier entsprechende Antragsunterlagen gesehen haben. Und wir werden genauso deutlich, wie wir nach innen reden, wie wir gegenüber der Politik reden, auch mit den Netzbetreibern darüber reden, was besser werden kann. Weil nur wenn alle 3 Räder ineinander greifen, werden wir schneller werden.
Und das ist das, was wir brauchen. Herr Müller hat charmanterweise jetzt nicht auf irgendwelche Vorgänger raufgehauen. Er hat es netter formuliert. Er hat gesagt, jetzt sind wir da und dann guckt man erstmal in der eigenen Behörde, was kann man besser machen oder noch besser machen. Ich weiß gar nicht, ob er es so formuliert hat. Was wünschen Sie sich denn, was die Bundesnetzagentur besser machen kann im Vergleich zu früher, ohne dass wir jetzt nachtreten? Sie wollen grundsätzlich nicht auf meine Fragen eingehen, oder? Ja, wir haben gestern einen Minister gehört, dass es nicht zielführend ist, auf die Vorgänger Was können wir besser machen? In dem schließe ich mich an und schauen wir doch nur nach vorne. Ich glaube, wir müssen uns als Branche und als Bundesnetzagentur in gewisser Weise bei allem Verständnis der eigenen Rollen als Partner verstehen. Denn die Transformation, vor der wir jetzt stehen, die können wir nicht sozusagen jeder für sich machen. Ja, wir haben ja gerade deutlich gehört, Sie haben eine Erwartungshaltung an uns. Genau. Wir haben auch eine Erwartungshaltung an Sie. Aber am Ende können wir nur gemeinsam erfolgreich sein. Ich habe es nochmal gesagt am Anfang, es wurde ganz am Anfang von Ihrem Impuls gesagt und ich hatte es dann auch direkt in meiner ersten Intervention gesagt, das ist der Kernpunkt. Dann können wir uns auch beliebig streiten. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen von den Detailbetrachtungen wegkommen. Also das schöne Beispiel ist Genehmigungsbeschleunigung. Jeder sagt Beschleunigung. Aber wir müssen, glaube ich, viel radikaler an das Thema rangehen. Es reicht nicht zu sagen, wir versuchen jetzt mal ein Gesetz zu machen, um jetzt, das ist jetzt dem Umstand geschuldet, dass LNG ein besonderes Thema ist, aber jetzt nehmen wir mal eine bestimmte Asset-Klasse mal einmal heraus und die beschleunigen wir in einer spektakulären Art und Weise und alles andere bleibt gleich. Wir müssen eigentlich den Anspruch haben, dass sämtliche Verfahren flächendeckend effizienter vorangetrieben werden können, sowohl von uns mit unseren internen Prozessen, aber auch mit den Rahmenbedingungen. Ich glaube, und wir müssen auch dann sagen, die TSO-Leitung ist drin, die 110 kV DSO-Leitung ist nicht drin. Dann machen wir eine Riesendiskussion, dass die vielleicht auch noch drin kommt. Und dann ist aber der Industriebetrieb und die Wasserstoffleitung, die haben wir dann leider vergessen. Wir müssen, glaube ich, zu einer prinzipiellen Vereinfachung kommen. Die können wir gemeinsam besser erreichen. Ich habe das ja auch gerade als Einladung von Herrn Müller genommen, über den Sommer möglichst viele radikale Vorschläge in Richtung Bundesnetzagentur zu schieben. Zumindest wird er sie einmal anschauen. Aber wenn Sie von einer Vereinfachung sprechen, wo hier sicherlich alle zustimmen würden, das haben ja andere nicht aus Jux und Dollerei diese Verfahren in die Länge gezogen, sondern weil man verschiedene Interessen berücksichtigen wollte. Welche Interessen sollte man dann jetzt nicht mehr berücksichtigen oder weniger berücksichtigen, wenn man sagt, man muss beschleunigen? Weil das wird ja dann immer konkret. Das ist erstens im Koalitionsvertrag und zweitens in einem Teil, noch nicht komplett, aber in einem Teil im Osterpaket enthalten. Und es wird naturschutzfachliche Fragen betreffen. Es wird darum gehen, Anliegerinteressen auszutarieren. Ich werde zurzeit eingeladen von ganz, ganz vielen tollen Bürgerinitiativen und mein Herz schlägt für Bürgerinitiativen. Und jedes Mal habe ich die Diskussion, dass es einen Vorschlag gibt, dass die Trasse irgendwie nochmal anders gebaut werden könnte. Und jedes Mal diskutieren wir darum, und jeder Fall ist einzeln, was kostet das auch an Zeit? Und das werden wir jeweils abwägen müssen im Vergleich zu legitimen Interessen. Und das sind Interessen, die kommen im gesellschaftlichen Spektrum von progressiv bis konservativ, weil selten ist eine Leitung, eine höhere Leitung, eine neue Leitung das, was sich die Menschen vor Ort bei sich wünschen. Aber trotzdem wird die Bundesnetzagentur, und so ist jetzt ganz klar der politische Wille artikuliert, ihre Rolle viel, viel stärker darin sehen, auf die beschleunigte Variante zu zielen. Und das sind die ganz konkreten Konflikte vor Ort. Wenn ich jetzt zum Abschluss den Vorsitzenden des Vorstandes von E.ON hier habe, wir haben gestern, der Bundeskanzler hat es auch erwähnt, über Fachkräftemangel geredet. Und dann sagt man immer, die Energiewende könnte am künftigen Fachkräftemangel scheitern. Können Sie die Befürchtung erstens bestätigen und was tut E.ON dagegen? Also die Antwort ist ja. Also ich glaube, es wird das Thema Fachkräfte, das Thema Demografie wird branchenübergreifend, nicht nur für die Energie, das wird für alle ein Riesenthema werden. Punkt. Ja, Verwaltungen, Netzagentur, überall werden wir Fachkräfte verzweifelt suchen. Und wir werden nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte finden. Da bin ich mir felsenfest davon überzeugt. Die Demografie ist da ganz eindeutig. Wir versuchen natürlich entsprechend auszubilden, auch an Stellen zu suchen, untypischen Stellen zu suchen. Muss es denn immer der Universität Absolvent sein? Kann ich andere Bildungswege zulassen? Aber nochmal, das löst kein Unternehmen alleine, es löst auch die Politik nicht alleine. Das wird tatsächlich eine der großen Herausforderungen für die Gesellschaft werden.
Denn wir sind eine alternde Gesellschaft, in der die Demografie ganz unerbittlich gegen die Arbeitsbevölkerung zuschlägt. Und dem werden wir uns auch als Gesellschaft stellen müssen. Da kann dann jeder seinen Beitrag machen, aber keiner kann es alleine lösen. Aber Herr Birnbaum wird mir sofort zustimmen, dass der attraktivste Arbeitsort für junge, kluge, dynamische Kräfte die Bundesnetzagentur ist. Das Netz, hätte ich jetzt gesagt, ist das Netz ist. Die wo Bundesnetzagentur ist. Ja, ich würde jetzt ergänzen, weil ich es auch gerade gehört habe, der attraktivste Standort oder der attraktivste Arbeitsplatz ist natürlich beim BDEW, also außer Frage, natürlich. Der ja im Wesentlichen für das Netz arbeiten muss. Ne? Ja. Zum Abschluss, wir sind eigentlich schon, haben schon gerade einen Moment überzogen, aber Herr Müller, ist Ihnen eigentlich bewusst, oder vielleicht irre ich mich auch in der Einschätzung, dass das für Sie der in Ihrer Karriere der angenehmste Besuch beim BDEW-Kongress bleiben wird, weil ab jetzt wird abgerechnet in einem Jahr? Das ist immer der Charme des Anfangs. Ja. Noch begrüßt man mich nett, man weiß nicht so genau, man will sich mit dem Kerl auch nicht so doll verscherzen. Gerade ist auch Gaskrise, da weiß man, Bundesnetzagentur wird als Bundeslastverteiler buchstabiert. Nein, habe ich gar keine Illusionen, aber ich habe das ja nicht übernommen, um jetzt hier immer sozusagen nur ganz liebevoll empfangen zu werden, sondern nochmal, und das verbindet uns, ich hoffe, das verbindet uns mit vielen von Ihnen, wir wollen diese Energiewende. Ich hasse dieses Wort alternativlos, weil ich war auch mal Politiker und so weiter, das alternativlos immer langweilig, weil es eben keine Alternativen mehr gibt. Aber ich glaube, es ist wirklich richtig, und wenn sich alle unterhaken, wenn Behörden, ich fange bei uns selber an, wir unseren Beitrag leisten, wenn das die Wirtschaft, die Industrie tut, wenn wir auch über Verbraucherinnen und Verbraucher reden, was jetzt nicht mehr so sehr mein Thema ist, das darf jetzt Ramona Popp machen, aber wenn es darum geht, dass alle Gruppen sozusagen sich unterhaken und die Energiewende zum Erfolg führen, dann schaffen wir das. Dann danke ich Ihnen. Vielen Dank an Dr. Lennart Birnbaum und an Klaus Müller. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. Unser